kann es doch noch in 2 Stunden hier draußen bin, weil die Mücken sich gerafft haben. Ja, vielleicht ist ein Mochi. Das Zelt steht es dort, weil, naja, der viel gekotzt hat. Aber es wäre ja auch schlimm, wenn die Natur auch hinpennt noch. Und das heutige Ziel ist tatsächlich die Nordsee. Wir gehen jetzt hier in dieser ranzigen Dusche duschen. Und ja, muss natürlich ja, dokumentiert werden. Ja, selbstverständlich. Ja, naja, also denkst du wirklich noch, dass wir es an die Nordsee schauen? Ja, ich bin fest davon überzeugt. Ich habe es gesehen in meinen Träumen. Das hat sich auf jeden Fall alles gelohnt. Alter, das ist absolut krank. Hier herrscht einfach der blanke Frieden. Der blanke Frieden. Naja, also das habe ich jetzt hier vom Bäcker. Und ich genieße jetzt diesen Moment. Mich in das kalte, labbrige, dreckige Stück Pizza reinbeißen werde. Aber es wird mir schmecken. Das kann ich euch versprechen. Das ist einfach der beste Strand, den wir in Holland erwischen konnten. Das ist einfach noch schön. Alter. Jetzt jetzt direkt ins Wasser. Jetzt sieht das sich gleich komplett aus, oder? Nee. Die Badehose lässt er noch an. Und er geht tatsächlich. Alter! Er geht echt baden. Jetzt hat es sich wirklich gelohnt. Stellt euch mal vor, ihr werdet an so ein, also da so dran gebunden und müsst dann 4 Stunden dann so aushalten, also ihr seid ja dran gefesselt und Junge, ihr werdet die ganze Zeit umhergeschleudert, dort oben an der Luft. Am besten noch jemand, der Höhenangst hat, der, ja, das sind gerade so die Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Hier sind ganz viele Muscheln und sowas. Ja, ich weiß, die interessieren mich ein Scheißtrick. Das ist die beste Flasche von ganz Pfeffi. Ja, das ist. Jetzt ist mein Mund richtig geil durchgespült, das ist richtig geil. Ja, ja. Und ich wurde da drin, ich habe da meinen Kopf da reingetunkt, um dort Blubberblasen zu machen. Ich hatte es gefilmt. Das ist Brierznack.
Rest für dich. Wer vermisst? Haben wir uns die Scheiße wieder reingekippt, du. Geleert? Haben wir uns die Scheiße wieder reingekippt. Ja. Ich muss mich heute nochmal zusaufen, weil bei der Bahnhofsmission muss ich ankommen wie so ein stinkender Obdachloser. Flöte? Ja. Sind wir bereit? Bereit. Unsere Penisse zu erhängen. Ich weiß nicht, ob die Eier... Ich glaube, wenn ich einmal da drin bin, dann komme ich nie wieder raus. Das ist ein schönes Armband, das ist ein schönes Urlaubsandenken. Ja, ne? Ja, die Flöte versucht, dieses Gitter irgendwie rauszubekommen. Und dieser Einsatz, das geht schon seit 10 Minuten so. Ja. Junge, hast du geschafft? Nein. Dieser Mann hat aufgegeben. Wir wissen nicht, wie wir das mysteriöse Gitter herausbekommen sollen. Deswegen lassen wir es jetzt bitte gut bleiben. Allererste Sahne. Junge, Junge. Das sind überall Steine. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Wir sind in Ebenshaven. Ich werde diese Möwe ficken. Zeig dich mal so von der Seite. Also das ist doch keine gesunde Hautfarbe, oder? Wie fühlst du dich? Gut? Sehr gut. Ich habe nur einen halben Liter Salzwasser getrunken. So, ich fahre zurück nach Deutschland. Probierend habe ich mir dabei. Jawohl. Jawohl. Ich habe jetzt die Pizza beim Dönermann geholt, weil ich keinen Bock auf 50 Minuten Laufweg bis zum Kaufland hatte. Ja, jetzt werde ich mir das reinpfeifen im Laufe des Abends. Und werde dann wahrscheinlich heute Nacht hier pennen. Wenn dann diese ganzen Ostfriesen hier nicht mehr da sind, dann stirbt mich bestimmt keiner hier. Also hier ist auch ganz gemütlich. Das ist jetzt mein neuer Schlafplatz. Also dort vorne ist der Bahnhof. Und ja, hier habe ich auf jeden Fall meine Ruhe. Hoffe ich zumindest. Also das Ufer, das war halt voller Leute. Es wurden immer mehr. Und ja, ich weiß nicht. Ich wollte dann halt eher in Ruhe ein bisschen abchillen. Bisschen Futz, Rico. Alter. Naja, Prost.
Ich laufe jetzt hier um die Ecke und die Insekten gehen mir echt gewaltig auf den Sack. Deswegen schütte ich noch ein bisschen was und dann ist mir das dann auch egal. Ja, das ist auf jeden Fall auf der einen Seite ein sehr befreiendes Gefühl, hier zu schlafen. Auf der anderen Seite fehlt mir dieses dreckige Ranzhotel. Ich habe auf den Steinboden zwar durchgepennt, aber wo geht's denn jetzt zum Bäcker? Hier an der Kreuzung. Okay, macht nichts. Links abbiegen. Ja, alles klar, vielen Dank. Hallo. Hallo. Also, ich hätte gern so ein Merkurbrötchen. Ja. Und auf jeden Fall zwei Buttercroissants. Und dann nehme ich noch so ein Schokocroissant. No. Hast du zufrieden? Ich bin zufrieden, ja. Bitteschön. Danke. Wahnsinn. Ich hab auch einen neuen Mann. Ja, okay, Moment. Ja, alles gut, kein Stress. Okay.